Ey Leute, was geht? Willkommen zurück bei DBD. Ja, oh, mal schauen, ob wir diese Runde mal wieder einen schönen Killer erwischen, der vielleicht wieder uns auf dem Haken hängt und ja, ihr kennt es ja. Davor steht und campt. Alter. So, Splosio haben wir, Pennen 001 haben wir und Becher oder Becher. Becher, ja, der Becher, Alter. Ein Becher voller Thomas. Tütüt. Tja, der hat mich gesehen und dachte, Scheiße. Ich werde von ihm öffentlich auf YouTube niedergemacht, wenn ich campe. Nein, also wenn ich mal böse bin, dann meine ich das nicht so. Außer es ist wieder so ein Huren. Hallo Pennen. Irgendwo kenne ich dich, ich weiß nicht woher. Hello, it's me, Mac Thomas, Cutie Petto T. Cutie Pet Petto T vielleicht? Oder Cutie Petto T. Also wir haben Mac Thomas, Neon Bill. Ob es mal eine Runde geben würde, wo ich alle die gleichen Überlebenden sind, alle gleich ausschauen. Das wäre der Moment des Monats. Oh Mann. Oha, was ist denn da los? So. Nase juckt nicht mehr, Kopf juckt auch nicht mehr. Ohr hat gejuckt. Und Bein juckt. Das linke Bein, nicht das mittlere. Was? Oh Mann, meine Lippen sind wieder so trocken. Ja, mal schauen. Mal schauen, was uns erwartet. Wahrscheinlich Haddonfield. Wahrscheinlich Michael Myers. Einer von beiden kommt in dieser Folge höchstwahrscheinlich dran. Schon mal rotes Wald, Alter. Das rote Wald. Des Mutters Behausung. Der rote Wald. Ich weiß gar nicht, was für Opfergabe ich genommen habe. Ich glaube, Blutpunkte für Tapferkeit. Alles klar, die Nurse ist am Start. Mit ihrer Blutung und ihr Blutstreifen. Ihr. Ja. Ihr kennt es ja. Einmal im Monat oder 24/7 sind Frauen, so wie diese Nurse, richtig lecker. Ciao. Ich glaube, die hat's drauf, Alter. Und wenn ich meine, die hat's drauf, dann hat es drauf. Alter, ich habe schon ewig nicht mehr gegen die Nurse gespielt. Ach, ich hab die Ruhe weg. Ich mache erstmal die Kiste auf. Ach ja, wenn ihr mal noch Bock habt, wieder eine Killerrunde zu sehen, könnt ihr mal schreiben. Ich eigentlich nicht, aber. Jawohl, grüner Schlüssel. Habe ich ja noch nicht. Also ganz ehrlich, es ist eigentlich scheißegal, ob du da läufst, rennst oder nicht bei der Nurse. Die kriegt dich sowieso. Oder du hast Glück. Oder sie hat keinen Skill. Aber wenn sie ein Skill hat, ja, schau mal links unten hin. Drei angehittet, zwei angehittet und einer ist fast dead. Da vorne ist der vierte, der ist noch nicht angehittet. Das ist. Ne, der ist angehittet. Das war doch nicht Pennen. Pennen ist doch näher. Ja, Cutie Patu. Wie auch immer das ausspricht. Heil mich! Ich heil dich. Ey, was ist denn da schon wieder? Ich glaube, wenn sie. Hä? Warum kann ich die nicht heilen? Vielleicht wehrt sie sich dagegen. Hat die vielleicht Medikit, wo sie sich selber heilen kann? Ich glaube nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt geht's. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er sich nicht letztlich heilen ließ oder. Ja, was weiß ich. Alter, die schreit da rum, Alter. Als hätte ich eine Schwester. Ich habe keine Schwester.
Wir schaffen die Runde niemals. Darauf verwette ich ihren Arsch. Und das ist bestimmt nicht schlecht. Achso, ich dachte schon, dass ein Totem so leuchtet. Leider müssen wir die jetzt retten. Es bringt uns nichts, wenn wir einen Generator machen. Weil früher oder später hat sie uns. Sie macht den rechten, ich mache den linken. Voll verarscht. Also der Plan hat mal gut funktioniert. Der hat mich nicht mehr angehittet. Weil ich so schön bin. Oh, Schatz. Nein, Halloween, mir hat's getroffen. Habe ich nicht gerade eine gehört? Oder war es mal ein Schritt? Ja, jetzt muss ich meinen Generator machen. Aua, voll die Zunge gebissen. Och Mann. Ich hasse mein Selbst. Nee, wie heißt das Wort? Meine nicht Hilflosigkeit, meine Hilfsbereitschaft. Denn meine Hilfsbereitschaft ist so groß wie mein Glas. Außerdem hat sie mich geheilt. Oh, Bruder! Bruder! Ah, ich bin tot. Alter, klar, da kommt man nicht durch. Hallo? Ah, jawohl, da die schon noch Bruder. Ja, jetzt kann ich wegen meiner Radler drin. Ich trinke eigentlich nur das Radler, damit ich das Glas verwenden kann. Weil wenn ich ein Bier trinke, dann trinke ich es aus der Flasche. Ne, die sind in der Nähe, also da brauchen wir auch keinen Fluchtversuch machen. Was bedeutet das rote Zeichen da unten schon wieder? Die Totenköpfe. Hilfe! Hilfe! Dankeschön! Hab dich lieb! Ja, ja. Außer du lässt mich alleine. Ach komm. Ich mach den Generator, ihr macht die anderen vier. Guter Plan? Guter Plan. Super. Ich ja, blute und hab Schmerzen. Oh, meine Maus ist ein bisschen besser eingestellt. Das habe ich jetzt geändert. Ich habe Maus gesagt, nicht Tastatur. Alter, hat die ein... Super, es hat sie mit ihrem Blut auch noch getroffen auf meine Jacke, ey. Und welcher Haken ist in der Nähe? Natürlich der Haken. Bye, bye. Oh, nee, ich habe noch nicht getappt. Bin ja noch da mit Tappen. Und wir tappen und tappen und tappen. Mann, Mann, Mann. Oh, der Schlingel da mit seinen schwarzen... Was auch immer das ist. Aber müssen wir es mal anschauen, der schaut eigentlich ganz cool aus. Das ist die Pennen, glaube ich, ja. Das ist die Pennen 1. Oh, schau mal die Schultern, Alter. Bizeps, Alter. Leck mich am Arsch. Alter, was? Alter, ist der... Der ist die heulen Arsch geflogen. Entschuldigung.
Ist obszön heute, was ich sage. Sehr obszön. Ich weiß gar nicht, was der Schlüssel bringt. Schon wieder, habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, du kannst da Dinger dran ketten, oder? Was ist der Schlüssel, wo du irgendwas kannst du an den Schlüssel dran machen? Hallo, Küsschen. Okay. Küss ich halt am Po. Entschuldigung. Was ist los mit dir? So, jetzt sind nur noch die Grünen da. Oh nein, ich meine nicht die Politiker. Sorry, wir haben noch keinen einzigen Generator gemacht. Hä? Oh, wir leben alle vier. Also ist alles beim Alten. Ich glaube, die ist auf Punktejagd. Ich glaube, die ist brutal auf Punktejagd, weil die hängt keinen hin. Alter, wir sind schon bei 12 Minuten. Wir haben noch keinen Generator. What the fuck? Oh Mann. Ein Generator. Gleich haben wir einen zweiten. Und Hello It's Me hat schon wieder einen Schlag abbekommen. Wo soll das nur enden? Ich weiß nicht, ob das gerade negativ ist, dass ich fast keine Fähigkeitscheck auf den Generator bekomme, oder positiv. Wie man es nehmen kann. Es dauert halt länger. Ohne. Aber man kann keinen Fehler machen. Das ist halt so ein Glücksspiel. Ja, wohl. Oh Gott. Mann, schon wieder aufstoßen. Die hat ihn kaputt gemacht, Freunde. Alles sind geheilt, Mann. Jawohl, und noch drei Generatoren. Ich glaube, es könnte es sogar schaffen. Warte mal, die lassen uns eh hinkommen. Sonst wäre schon jemand. Und warte mal, Mann, ich war doch schon auf dem Haken. Ist ja Blödsinn, was ich labe. Nee, aber. Boah, Alter, bin ich jetzt erschrocken. Schöne Jacke. Konzentration. Wir können das noch gewinnen. Das ist alles bei den Alten. Also von Anfang an. Das ist alles Routine hier. Mhm. Alles Routine. Jawohl, keine Checks, Alter. Aber zu zweit ist es geil. Geil, ja. Ist mega geil. Hat sie sich ausgelockt, weil ich sie nicht mehr höre? Okay, Roter Wald habe ich noch nicht so oft gespielt. Aber eins weiß ich, ich gehe niemals in das Haus. Aber da ist 100% ein Generator drin. Oder oben. Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, das Spiel leckt. Warte mal kurz. Er leckt ja auch, Alter. Ich habe keine konstant 60 FPS, Alter. Was ist denn heute schon wieder los? Das hatte ich ja noch nie. Das ist, glaube ich, so leckt. Meine Grafikkarte. Ich glaube, du bist echt hart am Limit. Du bist schon mal kaputt gegangen. Ich will nicht, dass du noch mal kaputt gehst, Grafikkarte. Du bist mein Leben, mein Ein und Alles. Ich liebe dich. Was? Das ist nicht lächerlich, Freunde. Das ist nicht lächerlich. Ich liebe meine Matrix. Hallo? Wurde ich alleine gelassen? Na klar. Und wo ist der Wallhack? Alter, gibt's hier einen Geruchssensor, dann wüsste ich, wo es ist. Weil die
Die riecht mir ja schon auf eine Meile. Die weiß, wo ich bin, oder? Vorne war die andere, aber... Wo ist er denn? Ich trau mich nicht weg. Bei welchem falschen Moment geht, bin ich im Arsch. Steht da oben einfach rum. Ja, lul. Ich glaube, die ist AFK. Nein, ich wollte machen. Na gut, ciao. Da mache ich den hier noch. Die Kiste wird zwar geiler gewesen jetzt. Ich glaube, die ist AFK. Ja, dann muss der 12-Jährige mal wieder den Müll runterbringen. Hallo. Was? Ich guck da jetzt, ob da eine Kiste drin ist. Nee, schade. Wow. Der Speed-Up ist geil. Nee, leider keine Kiste in der Nähe. Wäre zu schön gewesen. Egal, geh mal. Oder mit. Jetzt wird's knapp. Nein! Hart kriegt keinen Kill mehr, keinen Bonus mehr von mir. Von mir. Häuschenbesitzer. Alter, was ist denn heute los? Bin ich erfolgreich? Oh, jetzt wollte ich Chi-Chi schreiben, aber es geht da nicht mehr. So, Chi-Chi. Geht nicht mehr, Alter. Finde ich scheiße, wenn der Host draußen ist, dass man nicht mehr schreiben kann. Aber ist egal. Es ist ja nur so ein. Ist halt nur so ein kleines Ding. Ich glaube. Ich glaube sogar, dass wir auch keine Runde machen. Ich bin jetzt bei 17 Minuten. Wieder ein Schlüssel verdient. Gebrochener Schlüssel. Ja. Und wir sind Level 23, Freunde. Wird mal eine kurze Runde, aber ist egal. Little Raven. Oh, die hat einen Metalllöffel dabei. Wozu, wo der Löffel da ist, ne? Ich will es gar nicht wissen, Freunde. Bestimmt zum Löffeln. Oder zur Blutkostprobe. Weg mit dem Bild, weg mit dem Bild. Ihr wisst schon. Schmeckt nach Blut. 23.000 Punkte haben wir. Ah, jawohl. Warte mal, wir wollten ja eigentlich den Charakter nur auf 15 machen. Jetzt ist der schon auf 16. Das ist ja uferlos. Uferlos, uferlos. Unglaublich. Na gut, ist ab 16 jetzt. Ist es egal. Näher ist halt schon 34. Ach nee, danke. David King. Machen wir den als nächstes. Den habe ich damals schon angespielt bei meinen alten DBD-Folgen. Nicht empfehlenswert, die anzuschauen. Da hatte ich ein schlechtes Mikro. Och man, noch keine grünen Perks. David, was ist denn los mit dir? Ich glaube, du bist gar nicht David King. Du bist Burger King. Ja, der ist so schlecht wie deine Frisur. Schatz, die ist cool. Okay. Ja, ich rede hier nur um heißen Brei rum. Er hört leichte Chance. Ja, genau. Ins Gedächtnisinstitut will bestimmt auch jeder. Nach Hattenfield will auch jeder. Ein Sumpf will auch jeder. Karma. Wir haben mal ein paar Pünktchen. Getrübte Münze. Verwandt.
Level 8. Hm, das geschieht nicht. Du arbeitest am besten, wenn du... Ja, das kennen wir ja schon. Ich glaube, das habe ich schon gefühlt dreimal vorgelesen. Den Let's Play. Ab Level 10 kriegt mir einen neuen Perk. Ja, Perk, Alter. Perk-Slot halt. Und ich würde sagen, in der nächsten Runde geht's weiter mit David King. Ja, wieder schauen, reingehauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Yo. Hey, du guckst ja immer noch zu. Geh.